Das Dua al-Istikhara. Bittgebet um die Eingebung zur richtigen Entscheidung. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. Von Jabir ibn Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der sagte, der Prophet, Friede und Segen auf ihm, lehrte uns, in allen Angelegenheiten um die Eingebung zur richtigen Entscheidung zu bitten. Genauso wie er uns eine Sura des Koran lehrte. Er, Friede und Segen auf ihm, sagte, beabsichtigt einer von euch eine Sache zu unternehmen, so lasst ihn zwei freiwillige Rakat, Nafila, beten, nach denen er folgendes Bittgebet, Dua, machen soll. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astakadiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlika al-azim, fa innaka taqadiru wa la aqadir, wa ta'lamu wa la a'lam, wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr, خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. O Allah, ich bitte dich um die richtige Entscheidung. Durch dein Wissen, ich bitte dich um Kraft zur Durchführung des Vorhabens. Durch deine Macht und ich bitte dich um deine großartige Gunsterweisung. Du bist fähig und ich nicht. Du weißt und ich weiß nicht. Und du kennst das Verborgene. O Allah, wenn du weißt, dass diese Angelegenheit, man nennt hier seine Angelegenheit, gut für mich ist, für meinen Glauben, für meine Lebensführung und für mein Jenseits, oder sag, wenn es besser für meine gegenwärtigen und späteren Bedürfnisse ist, so bestimme sie mir und erleichtere sie mir und gib mir dann deinen Segen dazu. Weißt du aber, dass diese Angelegenheit schlecht für mich, für meinen Glauben, für meine Lebensführung und für mein Jenseits ist, oder sag, wenn es schlecht für meine gegenwärtigen und späteren Bedürfnisse ist, so halte sie fern von mir und halte mich fern von ihr. Bestimme mir Gutes, wo immer dies auch sei, und mache mich dann zufrieden damit. Wer seinen Schöpfer um Eingebung zur richtigen Entscheidung bittet und seine Mitgläubigen zu Rate zieht und dann standhaft in seiner Angelegenheit bleibt, bedauert nicht, denn Allah sagt, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Und wenn du dich entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah. Surah Ali Imran, Vers 159.